Selten war Benedikt XVI. So weltlich wie bei der Ankündigung seines Rücktritts. Nie war er so fortschrittlich wie bei seinem Bekenntnis, sich dem Amt des Stellvertreters Gottes auf Erden geistig und körperlich nicht mehr gewachsen zu fühlen. Über den scheidenden Pontifex und die Zukunft der katholischen Kirche möchte ich jetzt mit Eugen Drewermann sprechen. Sie kennen ihn auch aus unserer Redefreiheit, einmal im Monat hier im Nordwestradio. Eugen Drewermann ist Theologe, Psychoanalytiker, Schriftsteller und suspendierter katholischer Priester. Im Oktober 1991 entzog ihm der Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt die katholische Lehrbefugnis und im Januar 92 die Predigtbefugnis. Im März 92 folgte dann die Suspension vom Priesteramt. Ursache dafür strittige Ansichten Drewermanns in Fragen der Moraltheologie und der Bibelauslegung. Schönen guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Rubo. Benedikt XVI. Wird also zurücktreten. Ein überraschender Schritt, ein moderner Abschied, haben viele gesagt. Hat der Papst sich zumindest bei seinem Abgang eigentlich dann auch der Moderne geöffnet, kann man das so sagen? So wäre es, wenn sein persönlicher Rücktritt vom Amt theologisch begründet wäre. Es wäre dann gegeben, was die Kirchen der Reformation seit 500 Jahren sagen. Religion, die Beziehung zu Gott, muss entwickelt werden von der Person des Menschen her, nicht von Institutionen und Ämtern aus. Wenn es möglich ist, dass man zu schwach wird für ein Amt und dann zurücktritt, kann ja nicht länger stimmen, was eigentlich zu den Grundfesten der katholischen Kirche dogmatisch zählt, dass Gott durch seine Amtsgnade jede menschliche Gebrechlichkeit kompensiert. So ist es nicht. So verwandelt es den Besitz der Wahrheit in etwas Fertiges, dogmatisch zu Verwaltendes und geht dann an den Menschen vorbei. Ich glaube, alle können jemanden mögen, der seine eigenen Grenzen kennt, der seine Fehlbarkeit zugibt, der gemeinsam auf der Suche ist nach einer Wahrheit, die sich im Dialog herstellen muss. Die ganze Schwierigkeit der katholischen Kirche liegt an einem Amt, das beansprucht als Stellvertretertum Gottes auf Erden, in Unfehlbarkeit die Pläne Gottes und die Wahrheiten Gottes zu wissen und auf die Menschen in jeder beliebigen, wichtigen Frage ihres Lebens herunterdrücken zu können. Das macht Ideologie und ist im Resultat Zwang, Gleichförmigkeit und das Gegenstück von Freiheit, Personalität und Reifung. Wir erinnern uns ja in diesem Zusammenhang an die Bilder mit Johannes Paul II., gezeichnet von Parkinson damals, nach Worten ringend, die er dann auch nicht mehr fand. Er harrte aber im Amt aus, bis dass der Tod ihn erlöste. Jetzt kommt Benedikt und sagt, das Amt ist wichtig, nicht ich. Dafür heimst er allgemein so einiges Lob ein. Aber verhält er sich damit nicht so, ja, ich sag's mal, ein bisschen lax wie ein Seniorchef, der seinen Betrieb abgibt? Nein, ich glaube gerade nicht. Wenn die Vermenschlichung des Amtes mal gelingen würde, indem sie theologisch sich bezieht auf den Ursprung, dann wäre es ein wirklicher Fortschritt. Man dürfte in der Zeit von Johannes Paul II. Über seine Parkinson-Erkrankung gar nicht reden. Das war ein Geheimnis, obwohl es am Ende jeder sehen konnte. Die Gleichsetzung mit Jesus und dem Martyrium am Kreuz, das alles war eine so im Grunde überhöhte Spiritualität, die dann auch ihre unmenschlichen und tragischen Seiten offenbart. Was man braucht, sind nicht Amtsträger, die sich opfern für ihr Amt, sondern Menschen, die den Menschen dienen, auf gleicher Ebene. Es ist unmöglich zu sagen, der Papst, der Bischof in Rom ist der Nachfolger Petri, ohne sich dessen zu erinnern, wie denn Petrus von Jesus erwählt wird. Für mich ist das eine erschütternde Szene im 5. Kapitel bei Lukas. Petrus fleht Jesus an nach dem reichen Fischfang, er möchte von ihm gehen, er sei nur ein sündiger Mensch. Und dies Bekenntnis wird für Jesus ausschlaggebend, ein Mann, der seine Schwäche kennt, seine Fehlbarkeit anerkennt. In seine Nähe zu berufen, denn dem darf man glauben, dass er Mitgefühl und Verständnis haben wird für alle anderen Menschen, die genauso sind wie er. Ein unfehlbares Amt, ein Stellvertretertum Gottes auf Erden, ist das genaue Gegenstück dazu. Und daran liegen auch die Schwierigkeiten zwischen den Konfessionen innerhalb des Christentums. Benedikt XVI., auch in seiner Zeit schon als Chef der Glaubenskongregation, hat den Kirchen der Reformation schlicht abgesprochen, Kirchen zu sein. Nur weil sie in diesem Punkt, Religion ist eine Sache der Person und nicht wesentlich der Institution, kontrovers ist. Aber die Sache Jesu haben die Protestanten auf ihrer Seite und der Papst in dieser Definition seines Amtes gegen sich.
Sie haben ja die katholische Lehrbefugnis, die Predigtbefugnis, das Priesteramt verloren. Ich habe es am Anfang unseres Gespräches gesagt. Josef Ratzinger hat bei diesen Entscheidungen, auch das sage ich vorsichtig, nicht unbedingt abseits gestanden. Wie haben Sie ihn persönlich selbst erlebt, erfahren? Die Verurteilungen, die Sie eben in meiner Biografie erwähnt haben, gehen direkt auf ihn zurück, ohne dass ich je mit ihm hätte sprechen können oder dürfen. Es ist die ganze Art, wie da gedacht wird, bei hoher Intelligenz, einem enormen Informationsstand und Bildungsgrad, zeigt sich die verfasste Theologie innerhalb des Lehrbetriebs katholische Kirche außerstande, von den Menschen her zu denken in den Fragen etwa der Ehe, der Sexualität, der Homosexualität, die Dauerthemen der katholischen Kirche, die Tragödien zu begreifen, die im menschlichen Leben angelegt sein können. Sie werden moraltheologisch wegverwaltet. Schlimmer eigentlich noch, sie zeigt dieselbe Kirche und Theologenschaft sich unfähig, die Bibel symbolisch zu lesen, sie mit der Spiritualität zu erfüllen, die die dichterischen Aussagen haben könnten. Der Papst hat gerade kurz vor Weihnachten noch ein Buch über die Kindheitsgeschichten Jesu in den Handel gebracht, wo er die Bibel ganz und gar fundamentalistisch liest. Jesus ist als Sohn einer Jungfrau zur Welt gekommen, das muss man glauben oder man glaubt nicht. Und alles andere muss historisch genauso wahr sein. Ich hatte erwartet, dass eigentlich die Exegeten geschlossen aufstehen und sagen, das wissen wir doch, wir müssen das Recht haben, symbolträchtige Bilder nach Art einer großen Dichtung aus der menschlichen Seele zu interpretieren, so dass die Inhalte damit verbundbar sind. Jesus kommt zur Welt, so dass man ihn nicht ableiten kann aus der menschlichen Geschichte. Das ist wahr. Schon weil er alles anders macht im Umgang mit Macht, mit Größe, mit Gewalt, mit Aggression. Er kommt buchstäblich von Gott in unsere Welt. Um das zu sagen, brauchen wir solche Bilder. Nehmen wir sie aber wörtlich, nimmt man die Bibel nicht wirklich ernst und es stehen generationenweise die Eltern vor dem Problem, wie sie das, woran sie glauben möchten, ihren Kindern noch sagen können und sie können es nicht. Wie die Lehrer in den Schulen ihren Lehrauftrag erfüllen sollen und sie können es nicht. Wie die Christen sich mitteilen an die Juden, aus denen Jesus selber kommt, oder die Muslime, die sich zu Recht auf die Bibel berufen. An all den Stellen ist eine Sprache am Werke, die dogmatisch und ideologisch so verfestigt ist, dass es daraus keinen Rinnen gibt. Man steht sich dabei selbst im Wege und am Schluss reduziert sich das, was Glauben heißen sollte, auf einen Gehorsam unter Angst und Schuldgefühlen in Abhängigkeit einer lehrausgebenden Zentrale. Das dient nicht der Reifung und Entwicklung der Menschen, nicht der Nachdenklichkeit, nicht der Dialogfähigkeit. Vor allem es dient nicht der Einheit der Menschen, wofür Gott auch da sein sollte. Eine Klammer, die alle Menschen zusammenschließt, als seine Geschöpfe. Ist das Ende dieser 8 Jahre Benedikt jetzt eine Chance für die katholische Kirche, sich aus der vom Vatikan verordneten eher orthodoxen Haltung, die Sie eben auch gerade beschrieben haben, befreien zu können? Benedikt der 16. stand in seiner ganzen Art und Herkunft auch als Chef der Glaubenskongregation natürlich in einer Tradition der Stabilisierung und der Verfestigung, wie sie sich nach 263, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Reaktion ergeben hat. Ob ein anderer Papst anders handeln könnte, steht dahin. Er wird als allererstes wieder ein Papst sein, mit all den Erwartungen, den Definitionen seines Amtes, der Lehrtradition, in die er eingebunden ist. Und er soll sein die Klammer für 1 Milliarde Menschen in einem homogenen Bekenntnis. Das ist die ganz große Schwierigkeit. Es gibt die kulturelle Pluralität nicht ausreichend. Es gibt die Freiheit und Mündigkeit der Rede nicht. Der Übersetzungsversuch, der von Martin Luther vor 500 Jahren geleistet wurde, dem Volk aufs Maul zu schauen und so Gott zur Sprache zu bringen, ist in dieser Kirche völlig abgestorben. Man hat eine festgelegte Sprache, die sich von der Erfahrung weit weg bewegt, von der Psychologie der Menschen fast diametral unterscheidet und die nicht mehr interpretativ genutzt werden kann, die Problemstellungen der Menschen kreativ zu beantworten. Ich glaube, das ist das wirkliche Problem des verfassten Papsttums. Es darf nicht mehr kreativ sein, weil die Vergangenheit es erdrückt und ihm die Zukunft sperrt.
Das klingt sehr pessimistisch. Viele erwarten auch, glaube ich, innerhalb der katholischen Kirche, dass die Wahl des neuen Papstes ein Zeichen setzen könnte für Öffnung, Liberalisierung, auch für Reformbereitschaft. Daran glauben Sie aber nicht, oder? Ich kann wünschen der Kirche nur, dass sie, es ist ja auch im Gespräch, ein Papst, der nennt, aus Brasilien oder aus Afrika kommt. Dann muss man aber wissen, dass an der Peripherie der Zentrale eigentlich noch konservativer gedacht wird als inmitten der Zentrale. Ob das theologisch ein Aufbruch wird, steht dahin. Die Kirche glaubt noch, das ist richtig, sie regeneriert sich nicht mehr im atheistischen Europa, im säkular gewordenen Europa, aber eben in diesen Ländern, die aus der Kolonisation vor allem von Portugiesen und Spaniern hervorgegangen sind. Das wird ein Irrtum sein. All die Länder werden die gleichen geistigen Probleme bekommen, die wir in Europa seit der Aufklärung haben. Vernunft und Glauben kommen nicht zusammen, indem man lediglich ideologisch zu vermitteln sucht. Die offene Frage, wie liest man die Bibel kritisch, stellt sich seit 200 Jahren. Die katholische Kirche hat sie ignoriert, nie integriert. Und so könnte man an all den Punkten, vor allem entlang den Naturwissenschaften, weitermachen, der gesellschaftlichen Entwicklung weitermachen. Eine demokratische Kultur wäre nötig, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Uralte Desiderate in anderen Konfessionen außerhalb des Katholizismus offen geantwortet wird, unter dem Papstregime bis heute nicht.